Die BSV-Damen thronen vor dem letzten Spiel der Hinrunde in der zweiten Bundesliga auf dem Podest. Mit Platz 3 eine Position, die eher Ansporn als mentale Belastung zu sein scheint. Auf heimischem Parkett soll nun dem Aufstiegskandidaten Nummer 1, dem SV Union Halle-Neustadt, getrotzt werden. Ein erstes Achtungszeichen setzte im Vorfeld dieses Spitzenspiels die Mannschaftskapitänin. Jenny Czernowski verlängerte ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021. Die beiden letzten Spiele der Hinrunde waren und werden Gradmesser des Leistungsvermögens der Zwickauer Handballdamen. Im vergangenen Punktspiel hieß es in Rödertal 17:17. Das lässt auf eine gute Abwehr schließen und schwache Wurfleistungen beider Angriffsreihen. Ich glaube, dass wir natürlich halt mit 17 Gegentoren sehr, sehr zufrieden sein können. Wir haben einfach dann halt nicht mit der nötigen Überzeugung, glaube ich, die Abschlüsse halt gesucht. Das heißt, es jetzt halt besser zu machen. Und ich glaube halt einfach, dass man auch so ein Spiel mal in der Saison hat. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir diese Abschlussstärke gegen Halle wieder auf die Platte bekommen. Immerhin kommt mit Halle eine Erst-Bundesliga-erfahrene Mannschaft mit einem breiten Kader und einigen Top-Spielerinnen. Und jetzt heißt es halt einfach, mal zu Hause zu schauen, ne, inwiefern wir da halt mithalten können. Hatten halt in den Vorbereitungsspielen zweimal gegen Halle, glaube ich, ganz gute Partien halt dabei. Aber ist natürlich der absolute Top-Favorit momentan. Als Unterstützung könnte als achter Mann bzw. Frau eine lautstarke Kulisse helfen. Denn es gilt, die 5-1-Variante der Wildcats in den Griff zu bekommen und vielleicht am Ende auch mit einem Punkt zufrieden zu sein. Für mich wäre es halt wichtig, einfach, dass wir unseren Rhythmus halt gewinnen, dass halt wir in der Breite oder qualitativ in der Breite unserem Publikum halt ein tolles Spiel halt zeigen, dass wir sehr, 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 sehr gut fighten und dass halt auch die Mädels einfach dem Publikum halt zeigen, dass sie unbedingt ihre Leistung halt abrufen wollen. Ob es dann halt reicht, glaube ich, das wird halt sehr, sehr schwer, weil ich glaube, Halle hat von der Qualität her schon dem breiteren Kader, ne, aber wir wollen es halt über viel Geschlossenheit und mannschaftlichen Spirit dann halt wieder auffangen. Der BSV bräuchte dazu 2-3 Spielerinnen, die einen sogenannten Sahnetag erwischen, denen alles gelingt. Vielleicht ja Jenny Czernowski. Für die Teamkapitänin ist dies die 13. Zweitligasaison im BSV-Dress. Ein weiteres Jahr soll kommen. Warum läuft's derzeit im 13. Jahr so gut? Wahrscheinlich ist es meine Glückszahl. Ich habe eigentlich mit der 13 sonst nicht viel am Hut, aber ja, nach den letzten schwierigen Jahren, sage ich mal, sind wir alle sehr, sehr erleichtert, dass es dann doch so gut läuft. Warum ist immer leicht gesagt, keine Ahnung. Es funktioniert einfach mannschaftlich gut. Ich denke, mit Norman als Trainer, der da wirklich im taktischen, technischen Bereich wahnsinnig viel macht mit uns und jedem die Stärken irgendwo herausziehen kann, die er auch in sich trägt, ist es natürlich bisher eine super Saison, die wir gespielt haben und wir sind froh drüber. Froh wäre die 30-Jährige auch über einen Doppelpunktgewinn gegen Halle, wenn das Augenmerk der Mannschaft stimmt und umgesetzt wird. Also das Augenmerk liegt natürlich klar auf uns selbst. Also wir wollen wirklich ein super Spiel dort abliefern. Halle in dem Sinne ist uns, klingt jetzt komisch, aber egal, weil wir wollen wirklich dort ein gutes Spiel abliefern. Wir wollen unsere Stärken dort einsetzen und als Team dort überzeugen. Und ich denke, dann ist halt auch gegen Halle möglich, Punkte in Zwickau zu holen. Das Augenmerk liegt bei diesem Aufeinandertreffen auch auf einem Sponsor des BSV, der sich zu diesem Spiel das erste Mal präsentieren wird. Für uns ist es wichtig, wir sind ein Zwickauer Unternehmen, der Handballverein ist ein Zwickauer Verein, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich denke, dass es nicht immer ganz große Sponsoren sein müssen. Ist natürlich schön, wenn man die hat, umso besser. Aber ich denke, auch ein kleiner Sponsor, der, sage ich mal, mit Herzblut da dahinter steht, kann viel erreichen. Und so stelle ich mir eigentlich auch unsere Zusammenarbeit vor. Ich selber bin jetzt nicht so sportlich, aber vielleicht werde ich das nach so einer Saison. Habe auch da jetzt noch keine großen Erfahrungen gesammelt, aber ich denke, so passen wir vielleicht einfach auch gut zusammen, indem wir ja gemeinsam durchstarten. Und das scheint ja jetzt ein sehr spannendes und wichtiges Jahr auch zu sein. Ja, und so ist es ja für uns schön, wenn wir den Weg zusammengehen können. Und die Unterstützung hat dabei viele Facetten.
Wir bieten natürlich nicht nur Make-up oder Duft, wir haben auch eine große Wellness- und Beauty-Lounge und können uns natürlich auch da vorstellen, die Mädels auf dem Weg zu unterstützen. Eine Massage nach einem Spiel oder generell zur Kosmetik zu kommen. Wichtig ist, dass, oder sage ich mal, Frauen machen in jeder Situation eine gute Figur, sollen perfekt aussehen. Von Frauen wird viel erwartet und da denke ich, ist eine Parfümerie nicht das Schlechteste im Hintergrund, wenn man da zusammenarbeiten kann und sich unterstützen kann. Möglicherweise winkt, so die BSV-Damen Platz 3 in der Tabelle halten, am Ende der Saison eine Parfümerie-Siegprämie. Ja, ich denke, dass wir uns da auf jeden Fall was einfallen lassen. Also wenn wir eine Zusammenarbeit abschließen, dann wollen wir das eigentlich auch in jeder Situation das Beste, dass das Beste dabei rauskommt und natürlich auch die Mädels unterstützen. Und da soll natürlich, ob es ein Duft ist oder eine Behandlung, also vielleicht sagen dann die Damen auch, was sie sich gerne wünschen und man findet so einen gemeinsamen Weg. Aber es wird auf jeden Fall eine Überraschung geben.